Guten Morgen. Auf zum zur Schule. Montag ist es schon wieder. Jo, gestern. Samstag ist um, zu schnell jetzt. Ist schon umgegangen. Hey Papa, da wurde Graffiti dran gesprüht. Ja, ach toll. Und unsere Tür ist mit Graffiti angesprüht. Da. Das ist unsere Hintertür. Ja, naja, ist vom Nachbarhaus, aber. Aber da wurden wir auch, weil da haben wir jetzt alle Zimmer. Kakerlaka. Ach Mensch, ey, also wirklich. Wieder schrubben mit Benzin. Bis gleich. So, Kiddies weg, auf zum Norden. Auf zum Norden, in den Norden. Kinders, ich sag euch so. Ich dachte schon, der Wagen brennt, aber der raucht da nicht. So eine. Ach, wie heißt denn bitte? Nicht E-Zigarette wahrscheinlich, sondern so ein Verdampfer-Dings da, Bums da. Keine Ahnung, wie heißt das? Ist das nicht eine E-Zigarette umzuhören? Doch, der Wagen brennt. Früher, wenn so ein Auto so gequalmt hat, brannte der immer. Immer. Na denn, Aufi, bis gleich. Was ist los? Prost. Was? Ist ja gut, Wolfgang. Ich sitze hier mit Wolfgang gerade beim Frühstücken. Mach Schnappatmung. Alice hat mit ihrer Schultasche zur Kita gerollt. Ist Fahrrad gefahren. Ganz stolz. Ja. Hat sich gefreut über ihre Schultasche. Total, ne? Ihre kleine Vorschultasche. Ja. Die sind gar nicht so teuer. 20 Euro. Ja, hallo? Ist schon rum. Fast leer hier. Ja. Kamen doch mal ein paar Leute abholen. Außer Benotto Otto, der ist immer noch da. Ja, hab ich gesehen. Hier, das ist ein Expander. Ja, ja, ich weiß. Hab ich gewohnt. Mit dem hier, sondern mit dem inneren stellst du. Oh, das ist ganz cool. Oh, mein armer Rücken. Mein armer Rücken. Oh. Rücken? Ja. Die Clofinax 75. Clofinax? Oh, Betäubungsmittel. Ja. Yep. Ärztlich verschrieben. Also so kann man es auch nennen. Was ärztlich verschrieben ist, ist legal. Das ist ein Sonderschlag. So, jetzt mal den Kartenträger fotografieren. Das ist ja ein Bike hier. Ach ja. Die übermütigen Jungs von der BSR haben wieder meine Inneneinrichtung zerstört. Beim Kellertreppe runterlaufen. Haben sie einen Gründerzeitschrank zerledert. Ja, Mensch, wenn man das alles ein bisschen vorsichtiger, umsichtiger machen würde, würde es auch funktionieren. Aber
später. Haben sie nicht. Niemals. Ich nehme keine Schmerztabletten. Ich nehme keine Medikamente. Willst du das mal zentrieren? Ja, das war ja jetzt nur Speichel drin gezogen, wa? Diese vier. Hast du schwarze drin gemacht? Nee. Ich hab da gar keine reingemacht. Na, welche Draht war denn das? Nee, du hattest nur welche rausgemacht. Da waren. Das war das andere. Das letzte oder wie kommt das, wa? Ja. Aber hat da nicht irgendwie gefehlt? Jetzt bin ich gleich klar hier. Wie gesagt, hat er gefehlt oder haben wir die schon drin gezogen? Also ich habe keine Speichen drin gezogen. Ich habe keine drin gezogen. Ja, wahrscheinlich. Aber der profitiert nur locker drin gezogen, oder? Und ja, wenn man auch zentrieren, ich meine, das scheint überhaupt wirklich nicht viel zu sein bei dem Ding. Einen Schnellspanner haben wir hier. Der richtige. Hier. Damit die Laufräder mal wegkommen. So, ich habe über eBay Kleinanzeigen kaufe ich eigentlich, will ich eigentlich gerne einen haben kaufen. Hat aber noch keiner geantwortet. Chris King, Narben hätte ich gerne. Für ein Huxrad. Hat aber noch keiner geantwortet. Müssen wir mal schauen, wenn die sich melden. Ist ein schöner Narbensatz. In der Limited Edition. Mal gucken, ob es klappt. Heute Morgen tut mir mein Rücken richtig weh. Wir sehen nicht warum wieder. Ah, manchmal ist das so, liegt man beschissen. So, guten Morgen aus dem sonnigen Norden Berlins. Annette und Ringo. Grüße zurück, auf alle Fälle. Matthias, du hast auch schon wieder kommentiert mit Daumen hoch. Hast du sehr gut gemacht. Und der Axel Bolt. Moin Moin aus dem Schwabeländle. Guten Start, ne? So. Haben wir auch. Guten Morgen zurück. Bernardo R. hat auch Moin Familie Müller kommentiert. Schön. Haben wir schon. Das hat lange gedauert, den Vlog hochzuladen. Meine Fresse. Meine Fresse war das lang. Den Vlog hochzuladen. War das lang. Unglaublich. Warum? Ja, er ist in 4K. Ich wollte es einfach mal probieren. Ja, müsst ihr ja alle nicht und kann man ja auch nicht überall darstellen. Ich wollte es einfach noch mal probieren und so. Und das mache ich aber auch nicht noch mal. Das ist ja auch totaler Quatsch. Ich wollte es einfach mal testen. Und da hat er eben mal zwischendurch so abgebrochen. Deswegen musste ich es noch mal machen. Das hat ungefähr 8 oder 9 Stunden gedauert, das Hochladen. Weil, wie gesagt, meine 400er Leitung ja keine 400er Leitung ist, sondern irgendwie eine 40er Leitung. Irgendwie so beim Hochladen. Ja. Da regelt er immer runter, warum auch immer. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich leg mal los. Ach so, doch. Neue System. Abonnentenanzeige bei YouTube. Es gibt eine neue Abonnenten. Wie viele Abonnenten man hat, Anzeige. Also nicht wundern. Es ist nicht mehr möglich, live zu. Wenn ich jetzt einen Livestream machen würde, dann würde ja unten dieses Display stehen: Live-Abonnenten-Count. Es funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr, dass er so schrittchenweise zählt. Schade ist es. Ja, das war eigentlich ein geiles Gimmick. Das hat nämlich YouTube jetzt begrenzt auf die letzten drei oder auf die ersten drei Zahlen. Sprich, bei 1370, bei dem wir jetzt sind, sind es die 1, die 3 und die 7, die sich verändern. Die 0 bleibt immer gleich, bis wieder 10 Abonnenten dazugekommen sind. Echt langweilig. Echt öde, weil irgendwie war das immer so geil, so zu sehen, und wieder einer, und wieder einer. Aber nö, 10er Schritte so schnell kriegen wir nicht hin. Was ist da los? Nix, da hat jemand die Ventilkappe so fest in die Hose. Unglaublich. Held, Helden. Moin. Morgen.
Ja, das gibt es vielleicht noch zu sagen. Das ist so ein bisschen so, finde ich nicht so gut. Und ich sehe den Grund darin auch eigentlich nicht. Klar, es gibt nicht diese Spaß abonnieren, deabonnieren, abonnieren, deabonnieren, um zu sehen, ob es funktioniert. Das ist jetzt quasi nicht mehr möglich. Aber ist doch trotzdem irgendwie schade. Natürlich für die Abonnenten, die unter 1000 sind, ist es immer noch geil. Ne? Weil die sehen immer noch ihre letzten oder diese drei Zahlen, wie sie sich verändern. Aber für alle anderen ist es halt irgendwie doof, wenn man nicht Influencer ist und irgendwie 10 am Tag schafft. Bei 1000 oder eben 100 dann irgendwann. Ja? Wenn man dann bei 10.000 ist, müssen ja 100 gleich dazukommen. Finde ich schon schade. Verändert sich erstmal ewig nicht. Nur meine Meinung dazu. Nur meine Meinung dazu zu den Abonnenten-Dingern. Ich finde es schade. Ganz einfach. Hätte man also lassen können. Hätte jetzt wahrscheinlich wäre da nicht irgendwas. Ich weiß ja nicht, was da für Technik hinten dran hängt. Oder was für Technik jetzt weniger ist, dass das nicht mehr angezeigt wird. Und immer wieder hinter meinen Ohren es klirrt. Wird ein neuer Star geboren. So. Star. Verboten. Eintritt verboten, zwei erlaubt. So. Ach ja. Ohne Milch. Und so eine Handvoll Zucker. Und eigentlich, ja. Also wenn ein Kilo Zucker. Wenn es Würfel Zucker ist, 10 Würfel. 10 Würfel. Das ist ein Ding, was? Du sollst bekommen, was du brauchst. Was dein Herz braucht. Das ist ja Herzschrittmacher-Kaffee. So, wir verwenden nur wiedergebräuchliches und nicht wiedergebräuchliches nur als Stütze. Wird schon wieder gebraucht. Ja, ist schon wieder gebraucht. Auch neben dem anderen da. Wo ist neben welchen? Neben dem Bölle. Neben hier? Ja. Anderthalb Stunden lange Rede neigt sich dem Ende. Niemals, never ever, der läuft frei bis da hinten durch ohne Hülle. Echt? Ja, okay. Wo kommt der Knick hier? War doch neu. Den musst du vorher rausmachen, den Knick, ansonsten hast du eine Vorspannung drin. Tatsächlich musst du den echt wieder gerade biegen. Die sind empfindlich, die Dinger. Dann schaltet der nicht sauber oder man kriegt nicht sauber eingestellt. Ja, bitte? Sie wünschen? Ich würde 2,28, ja. Wir sind 2,28. Gut, wo ist deine Spendenkasse? Ich brauche dafür nicht, die nimmst du so mit. Die Spendenkasse, bitte. Ich möchte nicht geschenkt haben, obwohl ich gerade gefragt habe, aber da sind so die vorbei. Die sind alle drauf hier, die sind alle zu heiß die Bade. Durch grobe Sieb gefiltert sind die doch alle. Also, okay. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt ist der nochmal da, ich werde irre. Der wüsste nicht los, den kannst du voll vergessen. Der lässt ja keine Ruhe, der kommt nochmal. Ein Kabelbinder hätte ich gerne dazu. Darf es noch was sein? Das wäre denn momentan alles. Ja, dann geht's ja. So zum Befestigen wieder, oder was? Ja, wenn ich hätte auch einen alten Schlauch nehmen können. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, gut, danke dir, mein Freund. Ja, bitte, bitte. Da war die Jabel, die wir vergessen haben. Ja. Hä? Kenn ich doch schon die Kommentare. Dachte, hier passiert mal was. Was? Mach mal nochmal zurück. Was zurück? Ja, na, die Kommentare. Welche Windelgröße brauchst du? So. Brauchst du denn? Hoch. 6, M6? Brauche ich M6. M6. Ja. Legt man den jetzt oben oder unten lang?
So, warte mal. Dann läuft er von hier durch. Dann läuft er ganz gerade durch. Ah. Das sitzt ja falsch hier. Das müsste ein Stück natürlich wahrscheinlich. Also so, dass das Fahrrad dran nicht schleift, weil da hat es ja geschliffen. Ja. Und dann läuft es. Ja, na, da habe ich es gerade festgeschraubt gehabt. Da werde ich es auch wieder festschrauben. Naja, ungefähr, da kommt es ja hin, ne? Genau. Beim ersten Mal nicht schrauben, immer nicht so doll gleich anziehen. Und hier darf es natürlich nicht schleifen. Der, guck mal wie. Der muss ganz nach unten sozusagen. Also ein bisschen lösen. Mhm. Weil da schleift es drüber, da reibt es, da war es aufgerieben. Mhm. Und hier ist es aufgerieben an der Stelle. Du musst halt immer gucken, wenn du das einstellst, dass nirgendwo so Schleifdinger entstehen. Mhm. Ist das jetzt der richtige? Ja, genau. Das ist der richtige. Hier ins leere Film ist. Hier muss schon filmen hier. Bauen wir hier. Also bauen wir ja nicht auf, ist ja eigentlich schon fertig, muss nur eine Bremse ran und der Müll ab. Der Packträger ist halt verbogen und kaputt, das kannst du schwierig den Leuten so verkloppen. Das muss halt immer alles ordentlich aussehen auch. Selbst für, naja, ich würde jetzt vielleicht 2-3 Euro will ich ja dafür schon haben. Wegen der neuen Reifen, neuem Hinterrad und neuem Sattel und neuem Lenker und neuen Griffen. Und, naja. Neue Tretlager sogar drin. Schon wieder so ein Rad, was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Was ist denn los, oder? Also wie ich jetzt schraube, würde ich mal sagen, die Schraube ist verbogen. Ja, und dann bitte einmal auch hier drüben festschrauben. Ja. Sieht doch viel besser aus so. Mal nur noch. Ja. 2,8er. Zack. Langer. Langer Schenkel. Ja, das passt. Auf alle Fälle schon mal. So, so einfach jetzt. Dann hat man hier noch so einen alten Griff abgeschraubt. Irgendwo so einen einarmigen. Ja. Ich will die unangenehmen Spitzen bei uns dampfen. So, machen wir hier ran wieder. Hast du eine Mutter? Hast du immer Mutter? Aufs Blut. Hey, Quatsch. Genau wieder, völlig falsch rum. Da fällt mir aus meinem alten Sozialkundebuch so ein Spruch ein. Ist die Milch mal wieder sauer? War sie nicht vom Biobauer oder was? Nee. Oder war sie wohl vom Biobauer? Butter und Schmalz hat ein Volk stets fett gemacht. War so ein Propagandading aus dem Dritten Reich. Ja. Eisen und Stahl haben ein Volk stets stark gemacht. Naja, so Sprüche gibt es ja viele. Ja. Und dazu hast du dann halt so eine Familie am Tisch gesehen mit Schrauben und Muttern auf dem Teller. Arbeit! Kommt da etwa einer für uns, nee, wa? Will ja eher kommen. Weg hin. Oh, Klopfer ist da. Wer ist denn Klopfer? Klopfer ist Bambi. Nee, Klopfer war ein Hase. Der Klopfer ist der von Bambi, ja. So, packst du deine Schellen immer hin. Die Schublade habe ich noch nicht gefunden. Die Schublade ist im Nachbarraum neben dem Vertico.
Moin. Profahrt? Jo, warum nicht? Muss doch nicht dahin. Nö. Was sagt er denn, der Onkel? Geil. Simpel. Und bremst hoch. Ja, na, ein bisschen schwammig. Bedürftig die Bremse, aber... Vielleicht noch ein bisschen enger stellen. Aber die Position geht schon von der Bremse her, oder? Weil ich meine, ist ja, wenn du jetzt hier... Kannst du ja hier oben auch anfassen und fahren. Ja, ja, kannst du so bremsen. Ja, dafür gibt es ja eine extra Bremshebel, die man früher ranmachen konnte. Ja, ich will jetzt zum BMX. Bremshilfe. Moin. 180. Oder? Ja. Das Problem ist halt, Lenker kostet schon 30, Griffe kosten 10er, also 9 Euro, ja. Sattel kostet 20, Reifen kosten jeweils 15, Lager kostet knapp 30, Hinterrad kostet 35, naja, und dann bist du schon bei, das ist das Problem. 180 zahlen die. Ja. Stimmt. Und mit dem trendy Gepäckträger da vorne, der reißt doch was raus. Genau. Gehen das Osterkörbchen ruf, ist ja alle zu grün hier für Ostern. Ja, muss man sehen. Ist nicht. Ich finde das gut. Tja, es ist hier noch diese Traktor zu überprüfen, wobei das nur die Bremse ist, die locker ist hinten. Also die ist einfach nur nicht festgeschraubt. Aha. Und dann muss da auch einmal Probefahrt mitgemacht werden und dann sieht man ja erst, was da ist. Siehst du? Ja. Die eine Bremse war locker, ein bisschen weit geändert. Ja. Ah, die vorne. Aber nicht so fest. Ansonsten, aufgepumpt hatte ich glaube schon. Da muss dann nur mal Probefahrt. Was das Rad so schäbig macht, sind einfach die rostigen Schrauben überall. Ja. Jede scheiß Schraube ist verrostet bei dem Rad. Bevor man hier rostet, lackieren wir die. Die Scheibe, die eigentlich in den Hohlraum passen sollte, sitzt schlichtweg und ergreifend einfach mal davor. Da. Mhm. Ja, ja. Da kann ich schrauben wie ein Weltmeister. Wie? Weil ich hab die jetzt schon angezogen und die wackelt halt hier vorne, hier fehlt halt die Führung. Wir haben die Scheiben hier vertauscht. Na, schraub ab. Hier nicht die. Die nicht. Hier sind Schrauben. Dass ich vorher ein bisschen gespult habe. Sollte eigentlich funktionieren. Ja. Muss eine größere Unterlagscheibe runter einfach nur. Ja, natürlich hier haben wir es locker und da muss ein anderer Zehner noch ruf zum Konter. Ja, ja, hier. Ist das Zehner oder nur Plastik? Nein, nein, ein Zehner. Ah, okay. Zehner Rost. Ja. Kriegt man eine Linie halten. Ja, hier, den schmalen habe ich hier. Ja. Okay. Yes? No? Not the coolest, but it'll do. That's the best. Ja, manchmal ist es ja auch nicht schöner. Ein bisschen die Acht rausnehmen natürlich, die da offensichtlich drin zu sein scheinen. Ja, die Bremsbeläge natürlich abschrauben und wechseln.
Das muss sein. Das ist doch kacke wie Sau. Da gehören keine V-Brake-Bremsbeläge ran. Die Kraftverteilung ist ja eine ganz andere. Ne? Schläft er denn? Ist er auch, ne? Ja, hier, von Blatt hier. Von dem? Ja. Ah, der ja. Steht nur schräg drin, der Blatt. Ach so, deswegen. Ja, aber das im Zentrierständer kann man das ja dann machen. Wenn das gut. Hier rausnehmen, Bremsbeläge erstmal runterschrauben, erstmal alles abschrauben, was einen stört da dran. So mache ich das zumindest immer. Mhm. Alle Züge durchschneiden. Genau, los. Klack, 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 klack. Dann müssen alle gemacht werden. Fertig aus. Ja. Inklusive Höhen und allem drum und dran. Ja, ist doch widerlich. Nee, nee, so darf das nicht fahren. Das muss rollen, so ein Rad. Rollen! Ja, auf jeden. Das ist ja bremslos. Ja. Und sowas darf hier auch nicht sein, ne? Sowas. Das darf einfach nicht sein, da kannst du nicht sowas. Dübel, hat dein Glück, der hat einen Dübel genommen. Das ist ein Dübel. Ja. Niemals! Hol mal einen Dübel. Niemals. Genau. Vergnügen 1. Vergnügen 2. Vergnügen 3. Weg. Weg. Die sind aber gut, die kannst du ruhig noch aufheben, die Bremsbeläge. Bloß eben. Die Belege ja, aber. Meinst du, die wollen Schrauben nicht? Okay, ich mach vorne. Nö. Ach, du nimmst immer den runden, den will ich nicht. Ich mag lieber den, weil ich die Seite hier gerne. Diese vergammelten Schrauben haben wir. Na, ich mach's ja trotzdem auf, dann nehmen wir die Dinger nicht verloren. Wie kann das hier? Entschuldigung. Fühlte sich schon Pang, gleich so viel splittert. Oh, das ist hier durch den Arm gepopelt. Ja, deswegen bleibt so erstmal drin. Sozusagen. Hallo. Hallo, wer bitte? Ja, ich bin zurück. Zurück woher? Ja, soll ich meine Fahrrad bringen? Welche fahre ich? Müssen wir ein bisschen effektiv arbeiten jetzt hier langsam. Dieser Dübel hier, der Rollwanddübel.
bin gerade ein bisschen schneller jetzt hier unterwegs. So. Nicht schnattern, arbeiten. Gut. Fertig. Zwei Züge eingefädelt, inklusive im Rahmen verlegt. Also, bis später. So, gleich Mittag denn. Ja. 14 Uhr, ich hab's was zu essen. Gleich. Was? Nochmal. 14 Uhr gibt's was zu essen. 14 Uhr gibt's was zu essen. Da weiß ich nicht, keine Ahnung, oder? Ist ja, ja, das ist 14 Uhr. Tja. Guck mal, wie man Kabelbinder spart. Aha. Aber er ist nicht wahr. Was habe ich denn gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Zwei gibt's mit acht. Wer unterschreibt? Aber ihr unterschreibt. Was soll ich? Kommt ihr raus? Ja, sicher. Das ist schlechte ja. Pasta, so, wird schnell kalt. Viere, nehme ich mit. Ja, bitte. Hallo, this is aber Philips, bitte. Philips, ja. Glühbirne. Philips, Kreuzschlitz. Cross. Over, sehr unsere Top. Ja, heute gibt es Hähnchen. Ja, nee, ich guck gerne. Das riecht schon so. Ja. Geil.
Warte, Nachschlag. Nein, ganz, das war ein Punkt. Wo ist das Fleisch? Ja, noch ist da. Haben Sie natürlich ausverkehrt oder was? Check-in. Check-in. Aufpumpen. Ja, dein Rad bricht auseinander. Ja. Ja, da wird ja bestimmt genug angeboten. Da gibt ja auch stabile Sachen. Tja, das ist ein Quatsch. Deine Empfehlung ist ja auch eine andere. Sag mal, ich habe jetzt hier festgestellt, es sind gar nicht neue Snakebites, weil ich habe so oft innerfelgisch ein Problem. Er hat wohl mal ein schlechtes Felgenband gehabt. Aktuell ist da nicht zu sehen. Der Schlauch ist einfach, ne, zu mitgenommen. Hast du einen 24er gebraucht? Also zerlöchert irgendwann mal ausgebaut, neulich? Oder? Das ist alle mitgenommen worden. Das müssen alle bei den Kollegen schon sein. Schon wieder, okay. Wenn nur neu. Und wir brauchen ja, okay, und ein komplettes Fahrrad, ein 24er, wo ich ausschlafen könnte. Nee, dann brauche ich meine Schuhe. Ja, klar. Ja. Ja, dann muss ich halt das ganze Fahrrad. Oh, moin. Das ganze Fahrrad halt bis nach Hause schleppen. Wo ist denn das Rad? Ist das schon wieder hier oder was? Südstern. Wieso ist denn das schon wieder platt, Mann? Ja. Hast du den Reifen nicht kontrolliert vorher? Aber es ist ja innerseits, in der Felgenregion. Snakebite, fachmännisch genannt. Weil es halt bei mir immer nur mit dem Bus rausgeht, weißt du? Das ist halt das Nervige. Aber gut, dann werden die Räder ausgebaut und schon ist es ja kein Fahrrad mehr. Warum bringst du das nicht hier und fliegst das hier? Ich verstehe das alles nicht. Hier ist offen 12 Stunden am Tag. Wir haben Südstern, bis hier ist einfacher als nach Hause zu dir, oder? Ja, aber wie gesagt, du musst jetzt picken und wenn der Schlauch ohnehin durch ist. Dann holst du einen neuen Schlauch, ja, genau. Machen. Dann musst du den halt mal irgendwie abrochen. Genau, aber das will ich halt erst rausfinden, ob das jetzt nochmal ein Zufall war. Das könntest du ja hier ausfinden. Wieso? Dafür muss ich doch erstmal fahren wieder einen Tag. Wenn es dann am nächsten Tag wieder, auch wieder in der... Du guckst dir das doch an vorher, bevor du das einbaust. Du baust so, doch jetzt nicht. Ja. Du nimmst das auseinander und guckst dir das Laufrad an oder willst du, bist du hier. Nee, aber wenn man es bewegt, dann trittst du immer auf die glühende Kohle nochmal ruf oder was? Um zu gucken, ob das jetzt besser ist. Den Schlauch guckt man sich ja nicht an, wenn man nicht
gekriegt hat, dann pumpt man ihn ja nicht auf, sondern baut ihn ein und pumpt ihn dann auch mal. Außer wenn man halt Zweifel hat. Wieso den Schlauch? Ja, wie gesagt. Nicht den Schlauch, den Reifen und den Felgenband und die Felge. Sag ich dir. Na, und wenn du Zweifel hast, ob das alle Löcher waren, guckst du natürlich vorher durch mit dem Eimer Wasser. Kannst du hier machen. Okay. Hol das Rad her, Mann. Bis nachher. Ja, hol das her. Bis dann, danke dir. Ja, bitte. Nicht zu löten. Jo, guten Abend. So, jetzt bin ich wieder da und auch gleich wieder weg. Es ist gleich. Ich habe die Narben jetzt bestellt. Beziehungsweise kommen die bald. Ich freue mich schon. Fragt nicht nach dem Preis. Ich meine, Chris King Narben sind nicht billig. Es sind auch Limited Edition und die sind gebraucht, jawohl. Aber sie sind einfach toll. Und man kann sie dann auch, wenn man die gut einspecht, dann, also die kannst du ein Fahrradleben lang fahren. Die Dinger, die sind einfach top. Ja. Die sind einfach top. Also ich freue mich auf alle Fälle, dass ich die Narben gefunden habe und dann auch noch, die sind echt schon eine ganze Weile drin. Ich habe die schon unter Beobachten. Weile, aber die sind halt so teuer, dass ich mir echt überlegen musste, ob ich die nehme oder ob ich nicht auch andere kriege. Und dann war auch die Frage, nehme ich jetzt welche, die für Disc auch noch geeignet sind? Sprich, wenn Anouk denn mal ein anderes Rad hat, dass er die auf Disc auffahren kann, oder sollen die alleine für diese Marien sein? Jetzt habe ich die genommen, obwohl sie auch für Disc geeignet sind. Also für Scheibenbremse geeignet sind. Weil so ist sie frei. So kann sie die Dinger so benutzen, mit Felgenbremse, weil es ja eine vernünftige Felgenring raufkommt, der eben dafür geeignet ist. Und eben sowohl als auch mit Scheibenbremse, denn irgendwann mal, wenn sie das vielleicht doch in einen größeren Rahmen dann irgendwann umspannt. Deswegen habe ich gesagt, ach scheiß doch, ist doch in Ordnung. Und das sind die Narben, die wir brauchen. Das ist Fakt. Und das kauft man sich einmal im Leben. Und ich meine, ich hätte mir das früher gerne gekauft. Und ich freue mich schon echt darauf, mit Anouk das einzuspeichen, weil es sind ja nur die Narben. Sie muss ja quasi jetzt lernen, denn mit mir zusammen, irgendwann jetzt im Winter werden wir das machen, die einzuspeichen. Das wird ja ein Spaß. Also, das, Mensch, da freue ich mich schon richtig drauf. Und dann hat sie einen genialen Laufradsatz, ja, und dann, das ist ja Wahnsinn, ich bin ja richtig neidisch eigentlich. Aber nein, eigentlich bin ich nicht, ich freue mich richtig für sie, weil das ist echt geile Qualität. Genial. Man kann ich mir natürlich auch nur einmal leisten, so ein Rad, ne? Ist dann nicht so, dass ich das hier nochmal, also das ist wirklich auch bei mir einfach vom unserem Zeug abgespart, darauf spare ich, genau für sowas spare ich, und das mache ich einmal und das war dann, und dann soll es eben auch eine geile Qualität sein. Und wenn ich ihn hier sehe, jedes Mal freue ich mich darüber, wenn ich diesen Rahmen hier sehe und wie er langsam wächst sozusagen, ja. Und über diesen geilen Steuersatz freue ich mich und ich freue mich einfach. Deswegen kaufe ich das. Gut, ich wünsche euch allen einen schönen Feierabend. Den habt ihr ja wahrscheinlich schon. Ich meine, wenn das hier hochgeladen ist, sowieso. Und wir sehen uns morgen wieder. Und ich habe schon wieder 4K aufgenommen, Idiot. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt Tommy aus dem Fahrradladen. Bis dann.